Soll ich weitererzählen? Ja, bitte. Nosulgur, der blind auf der Suche nach seinem Auge durch das ewige Eis kriechen soll, ist weniger ein Spender im Sinne der Lebenskraft. Er begründet Dinge, ist Stein des Anstoßes für umspannende Entwicklungen, die in der Vergangenheit begründet sind und weit in die Zukunft reichen, und fördert Eigenschaften, die dem Erhalt des Gleichgewichts dienlich sind, sei es Glaube, Hoffnung, Erkenntnis oder Mut. Dann gibt es natürlich noch einen der bekanntesten alten Drachen, Fuldigur. Er verhindert, dass etwas über seine Zeit hinaus besteht. Als er den Sphärenschänder überzeugte, das geraubte Ei des Lichtvogels herauszugeben, endete das 11. Zeitalter. Und es kam zu einer Weltzeitwende und dem Beginn eines neuen Zeitalters. Man sagt sich, dass sein alter Hort im heutigen Horasreich sein soll, auch in der Nähe, wo ja Pyrdakor sein Reich gehabt haben soll. Und ja, dann gibt es noch einen Umbrakor, über den weiß ich sehr, sehr viel weniger. Er soll behutsamer handeln. Weniger. Er zerstört nämlich das, was das Gleichgewicht gefährdet. Und während Fuldigur das Ende einer Zeitspanne markiert, begrenzt Umbrakor eine Machtfülle. Ja, und dann gibt es natürlich noch Pyrdakor. Ja. Über den weißt du sicher mehr. Ja. Ein ganz, ganz schlimmer Drache. Pfui. Nun, Boltax, dann erzählt doch gerne einmal, was ihr über Pyrdakor zu wissen glaubt. Ja, also er hat die Elemente geschändet und sehr viel Unheil über uns alle gebracht. Und, aber was ist sein Prinzip? Haltet euch doch bitte an die Fakten. Ja, das sind die Fakten. Eins zu eins genau das, was ich so gelernt habe über Pyrdakor war. Und dass er letztlich durch uns Zwerge besiegt worden ist. Ja, wieder einmal lächelt er und schaut dann wieder zu Iserun. Hochgelehrter Damm, mögt ihr weitermachen? Nun, Pyrdakor war ja für die Elemente verantwortlich, also besonders die Reinheit der Elemente. Er war auch das betraut mit dem Gleichgewicht, genauso wie Fuldigur und Umbrakor, hatte aber auch die Prinzipien Wissen und Erkenntnis. Nun ja, und wie man sieht, hat er da allerdings selber das Gleichgewicht gefährdet. Hat er das? Ja, es ist doch dabei ein schlimmes Reich entstanden. Welches Reich? Das, wo jetzt diese Wüste ist. Nun, die Wüste Koum, korrekt. Er hat versucht, und dies ist tatsächlich etwas Wissen, was nun tiefer geht und die Zwerge gerne ignorieren. Er wollte die Schlüssel der Elemente sich einverleiben und er schuf nicht nur diesen dampfenden Dschungel, ein Paradies für sein erwähltes Volk, sondern auch stürzte er die andere Hälfte in eine Eiszeit. Die Elemente des Humus und des Eises blieben also ausgeglichen, verehrter Herr Zwerg. Ja, aber in der Art der Konzentration waren sie doch nie im Leben ausgeglichen. Die Elemente sind dann in der Harmonie, wenn von allen Elementen an allen Orten Aspekte vorkommen können. Wenn aber das Eis auf die eine Seite und der Humus auf die andere Seite verbannt wird, das geht doch nicht. Nun, stellt es euch wie eine Waage vor. Eine Waage, die zu beiden Seiten ausgeglichen sein muss. Und es muss auch hier keine Waage in dem Sinne sein, dass es überall das gleiche Eis gibt oder das gleiche Humus, sondern betrachtet das eher als metaphorisches Konstrukt. Am Ende waren die Elemente im Ausgleich. Allerdings kam es dann zu einer Katastrophe und wir erleben dann das, was nun die Wüste Koum ist. Denn sein halber Kontinent, der dampfende Dschungel, wurde entrückt und zurückblieb totes Land, die Koum. Außerdem hat er das Erz geraubt von uns Zwergen. Nun, aber dann hat er ja doch das Gleichgewicht in Gefahr gebracht, denn eigentlich war es ja seine Aufgabe gewesen, das Gleichgewicht zu hüten. Aber er hat diese Balance gestört.
Naja, genau. Isarun hat's begriffen. Euer Gnaden, noch eine Frage. Diese Schlüssel der Elemente, sind das Metaphern oder tatsächliche Schlüssel oder Portale oder so etwas? Das sind Metaphern. Wir wissen nicht, wo alle Schlüssel sich befinden, aber ich glaube, dies ist eine Queste, die sich vielleicht andere Helden aufbürden dürfen. Zwinkert euch zu. Aber wir waren, wie gesagt, auf der weiteren Suche nach dem Namen der Drachen und ihrer Kinder. Denn Nosulgor steht hier nicht ohne Grund. Der Erschaffer von Leben? Lebensspender? Ich finde es sehr aufmerksam, oder ich finde es sehr merkwürdig, dass Nosulgor selbst nur zwei Essenzen gespalten hat. Fällt euch das auf? Selbst ja. Pyrdakor, der Vernichter von Leben oder derjenige, der die Elemente stört, hat viele von seinen Kindern, er setzt es in Anführungsstrichen, hervorgebracht, aber der Lebensspender an sich, Nosulgor, nur zwei. Vitrador, der in der Alchemie eher dafür bekannt ist, dass er todbringende Säure bringt, aber auch Rassasor. Ich komme gleich weiter zu seiner Essenz, aber wie gesagt, es gibt das Wizaphor. Es sind nicht einfach nur Kinder, die hervorgebracht werden, sondern Prinzipien, wie gesagt. Prinzipien, die Essenzen. Und darüber, nun, ihr habt ja mittlerweile schon auch sicherlich mitbekommen, vor allem ihr, Herr Zwerg, dass Angbar durch die Hand einer Essenz gefallen ist. Das ist wahr. Oh, der finstere Alakrim. Korrekt. Der Alakrim ist eine der vielen Essenzen. Eine der Essenzen von Pyrdakor, das heißt lichternde oder hell lodernde Feuer. Ein helles Zeichen, es gleißt wie das Licht der Sonne. Vielleicht gemischt mit den brennenden Gedanken, die sich dann verwandeln. Es ist wie ein Geruch von Asche oder ein fernes Echo eines Wettergrollens, was mit ihm schwingt. Der Pyrdakor hat seine Essenz ursprünglich in 6 Bäume, Äste aufgespalten, entsprechend diese den 6 gegenüberliegenden Elementen. Sehr aufmerksam. Und dann zählt der Alakrim wahrscheinlich zum elementaren Feuer, das er abgespalten hat. Was wir übrigens hier auch noch erkennen können, Lessankan beispielsweise, eine Essenz von Apep, also ein Kind, wenn man es so bezeichnen möchte, ein Kind von Apep, der ja heute noch in den Drachenstein sitzt. Agapyr oder auch Atlasar sollten euch wohl ebenso ein Begriff sein, oder? Ja. Kurzzeitig haben wir sie sogar gesehen. Er nickt, so als ob er wüsste. Ankarion beispielsweise sollte vor allem den Zwergen ein Begriff sein. Ankarion dann als Vater, wenn man dieses Prinzip oder diese Prinzipien weiter verfolgen mag, oder ein Großfahrer, ein Verwandter von Apep. Allerdings viele Linien und viele Essenzteile über Apep. Und Ankarion, das Prinzip von der Rotmantel, der Flammenherr, der tobende Vernichter, geboren aus der Essenz des Goldenen Selbst, des Bewahrers, wurde ebenso einverleibt von Rassasor. Somit verfügt er nicht nur über die Essenzen von Nosulgor, sondern auch von Pyrdakor. Ich möchte euch den ehemaligen Namen von Rassasor zeigen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ihr stark genug für eine solche Essenzlinie seid. Ja, ich bereite mich darauf vor. Na gut. Er schaut zu Isarun. Ich werde es probieren. Also ich würde nur gerne einen eisernen Willen anwerfen. Hab ich mir gedacht. Der ewig blind durch das ewige Eis kriechende und dennoch sein allsehendes Auge sucht. Wie lange mag diese Suche schon währen? Wer hindert ihn, neue Wizaphor zu erzeugen? Hat er gar eine andere Macht dafür gesorgt, dass Nosulgor diese Essenzlinie aufgegeben hat? Es ist sicherlich kein Zufall, dass Rassasor am Ende dieser Linien steht. Wie gesagt, Vitrador, die Silberklaue, der Meister der Säfte und der Wandler der Stofflichkeit, der Drache der Alchemie,
der auch uns ein Begriff ist. Damit hält er seine Hand in eine weitere Buchseite, die wohl ehemals leer war, und schaut euch an. Wenn ihr bereit seid, blätter ich um. Ich glaube, ich würde dann noch kurz in Psychostasis wirken. Gute Idee. Du lässt dir Zeit? Ja. Ich muss nur gerade hinblättern. Hat Boltax noch andere Fähigkeiten außer ein eiserner Wille? Ja, nö. Nichts, was mir in dieser Situation, glaube ich, helfen würde. Wie hoch ist deine MR gerade? 11 plus 11. Die 7 von eiserner Wille. Dann bist du bei 18. Genau. Also gegen die entsprechenden Sachen. Warte mal, im Moment will der gerade nicht die Erschwernis eintragen. Einen Moment. Der Psychostabilis setzt deine MR wie nach oben? Mit ZFP-Sternpunkten. Na toll, die 20 haut's mir dazwischen. Gut, kann man nichts machen. Hast du die bosporanische Form? Ja, einen Moment. Hellsicht und Befehle, eine Wand um Geist und Seele. Animus tuus firmetur. Du blickst auf das Buch, versuchst die Matrix zu öffnen und siehst wohl, wie die Matrix vom Buch selbst eingesogen wird. Wie sie abgeleitet, wie ein Schuppenpanzer. Und als er dann die Seite aufschlägt, kannst du die dunklen, blauzuckenden Flammen erkennen. Die Glyphe, die sich aus dem Buch herausschält. Aus einer Nosogor-Glyphe, die düster aufflammt. Ein Schaudern, was euch erfasst, wenn ihr in diese Glyphe, in diese Dunkelheit hineinblickt. Sie brennt, sich wie andere Drachennamen in euren Geist. Schneiden kalt, wieder natürlich und tot, schwarz geboren. Greift ein Gedanke, Isarun, mit eisigen Krallen nach dir. Du spürst die Namen, Verführter, der fremde Namen trägt. Unbenannter, Verstoßener, vielgestaltig, Verschlinger des Lebens, Sog der Finsternis, schwarze Schwingen, Gebärer der Albträume. Boltax laufen Schweißperlen an der Stirn entlang, wenn dich die Glyphe zu greifen scheint. Ihr bekommt 5W6 Schadenspunkte, abzüglich Magieresistenz. Das hat das Potenzial, trotzdem ziemlich viel zu sein. Abzüglich der MR bin ich dann bei 0. Ja. Und Isarun? Ich verliere 2 Lebenspunkte. Du hast von Haus aus MR9. Ja. Weg. Ja, du streifst die Gedanken, die nach dir greifen, ab und erblickst dann nur noch die schwarz brennende Glyphe, die auf dem Papier tanzt. So etwas hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist für einen schwachen Geist wahrlich nicht einfach zu begreifen. Dies ist der abgelegte Name. Seine Essenz ist verloren, wird das Habo ausführen. Dennoch grausig. Ehemals konnte man diesen Namen nur mit Widerwillen aussprechen. Xyxyx, Hassassor oder auch Gorungur. Dies sind alles Namen, die er abgelegt hat wie ein Schuppengeflecht. Wie er sich gehäutet hat. Er trägt mittlerweile einen anderen Namen, der erst erforscht werden muss. Um diesen geht es uns. Richtig. Wenn man einen solchen Namen analysieren möchte, wäre das mit einem Oculus Astralis am besten? Oder gibt es noch andere Analysemethoden? Er deutet mit einem Zeigestock auf die Tafel, wo er die 4 Zauber angeschrieben hat. Seelentier erkennen, das ist ja sehr exotisch. Das kann die Elfen. Blick aufs Wesen, unsensibar. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass ihr dann zu diesem Zeitpunkt mit dem Geist eines Drachen kämpft und diesen Kampf werdet ihr verlieren. Und das ist gewiss. Es mag sein, dass man den Namen von so etwas wie
blättert die Seiten wieder nach vorne und deutet dann auf die herausgerissene Seite. Alupir mag man noch gewinnen, ein einfacher Höhlendrache, aber wir sprechen hier nicht nur von irgendeinem, von einem alten Drachen, der 1000 Jahre alt ist, sondern er ist Äonen alt. Rassasur hat dem Sphärenschänder Borbarat schon in vielen Kriegen gedient. Er ist viele lange Jahre tot geblieben und hat wohl sicherlich auch einige Aussetzer. Er hat einige Zeitalter nicht mitbekommen und doch ist sein Wissen gewaltig. Er muss mehrere 10.000 Jahre alt sein. Das ist nicht sehr ermunternd. Welche anderen Arten gibt es, einen solchen wahren Namen zu hinterlegen? Ich meine, er ist hier in diesem Buch hinterlegt. Aber ich denke mir, dass ein solch alter Drache vielleicht noch andere Möglichkeiten außer Bücher hat, um einen wahren Namen zu hinterlegen oder Teile davon. Eine gute Frage und der Grund, warum ich zu euch wollte. Nun sprecht. Tatsächlich. Ihr habt vor einiger Zeit von Apep eine Prophezeiung mitbekommen. Korrekt? Wenn es eine Prophezeiung war, sicher. Ja, er hat uns kontaktiert. Zumindest ist diese niedergeschrieben, nachdem ihr sie gehört habt. Und sie mag viel Aufschluss darüber geben, wie es euch gelingen könnte, wenn am Tag des Feuers die Brüder und Schwestern Flüsse verdampfen und Bäume verbrennen, wenn Waffen, die Apep hütete, wieder ihrer Bestimmung entgegensehen. Dann werden die Träger von Knadukas und Drakundas ausziehen, um ihr Schicksal zu finden. Wir haben diese Prophezeiung gehalten, davon wusste ich bisher nicht. Ja, das war noch vor deiner Zeit, Boltax. Aha. Eine Prophezeiung von Drachen. Das kann... Ich weiß nicht, ob ich mich damit wirklich wohlfühle. Ja, aber es handelt sich hierbei um Apep. Das ist nicht irgendein Drache, das ist der Hüter der Drachensteine. Aber es ist ein Drache und ein Drache bleibt ein Drache. Da kann man nichts machen. Also, ich fand, es war ein sehr netter Drache. Ich war einmal in seinem Hort. Na, ihr solltet seinen Namen nicht allzu oft aussprechen. Beim dritten Mal hört er zu und er hasst Menschen. Oh, ja, verstehe. Der Hüter der Drachensteine eben. Er hasst sie wahrlich. Er geht nur ein Zweckbündnis mit ihnen ein, was ihm dient, um seinen Sohn fernzuhalten. Er ist der unangefochtene Herr, nicht nur der Drachensteine. Er trägt Gedeih und Verderb jedes Wesen in sich und übt auf sie die Kontrolle aus. Widerspruch ist ihm unbekannt und Unhöflichkeiten ignoriert er höchstens von seinesgleichen. Er ist ein alter Kaiserdrache und mag Menschen überhaupt nicht. Ja, dann sollten wir ihn auch töten. Boltax. Was denn? Er ist doch ein Verbündeter, hörst du nicht zu? Er deutet ja, dabei einmal auf den Stammbaum von Pylakor, fährt mit dem Finger runter zu Ankarion und bleibt dann bei Agapyr, Apep und Atlasar. Aber ich glaube, ihr seid, wie gesagt, im Besitz von etwas, was ich euch zeigen mag, denn auch sie wird in Prophezeiung erwähnt. Und damit blättert er wieder einmal weiter. Er kennt sich ja tatsächlich wohl in diesem Buch aus, obwohl er es jetzt gerade eben vor vielleicht 10 Minuten geöffnet hat und diese Worte sprach. Trotzdem wird er wohl wissen, wo jedes einzelne Wort steht. Bis er dann Boltax das Buch einmal rüberschiebt und ihn vorlesen lässt. Furchtsame Warnung. Der Drachentöter stammt aus einer Zeit, als der Joel von Zeta noch jung war. Oh, das ist wirklich lange her. Vielleicht gar aus einer Zeit, als die Sprösslinge der uralten Stämme nicht einmal die Erde durchstoßen haben. Oh, aha. Konjunktion zu Satnaf und Naf und den verlorenen Gelege von Himrudja. Sicher ist, nicht die Kugel ist die Waffe, sondern was sie verbirgt. Und dieses gilt es zu schützen und zu bewahren, bis die Zeit sich erfüllt. Also ist irgendwas in der Kugel drin. Das ist sehr alt. Drakundas und Knardukas. Waffen aus Trollstahl. Trollstahl.
Metallstahl? Davon habe ich noch nie gehört. Ist das ein Erz? Sternenmetall. Grau, kalt geschmiedet. Es ist unempfindlich gegenüber Rost, Drachenspeichel, Feuchtigkeit oder Feuer. Und sie ist sogar von euch tragbar, Herr Geode. Denn sie vermag mit dem Merkmal Erz und Schaden zu konnektieren und steht nicht im Widerspruch mit ihnen. Ah, das ist höchst interessant. Ah. Gedacht. Ah, wow. Oh. Interessant, interessant. Ich sollte mir die Waffe bei Gelegenheit etwas genauer angucken. Ha? Ja, sicher. Das könnt ihr gerne tun. Aber bevor ich weiterspreche, was haltet ihr davon, wenn wir uns in einer größeren Gruppe treffen? Immerhin seid ihr nicht nur zwei Drachentöter, sondern an der Zahl mehr. Wie wäre es, wenn ich euch besuche bei euch und wir gemeinsam noch einen Blick in das Draconomicon werfen? Oh, sehr gerne. Ich glaube, die anderen sind da auch sehr interessiert dran. Ja, das denke ich auch, ist sinnvoll. Gerade in Hinsicht auf die Frage, wer denn letztlich Gnadukas führen wird.